Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich drehe jetzt gleich zwei Videos ab und in diesem Video geht es einfach mal darum, was alles so passiert ist. Es ist nämlich eine ganze Menge los gewesen und ja, alles kann ich euch nicht erzählen, aber so ungefähr, und ich hatte auch gar keine Zeit und gar keine Möglichkeit, ja, Videos zu drehen, und das ist eigentlich ziemlich blöd gewesen. Und ja. Womit soll ich anfangen? Ich hatte zwei Studienfahrten. Einmal nach Zingst zu so einem Fotofestival, was eigentlich ziemlich cool war, nur war das Wetter da zu dem Zeitpunkt ziemlich blöd. Und weil wir nicht wussten, dass es so cool wird, sind wir auch nur, nicht so lange da geblieben. Wir hätten nämlich viel, viel länger bleiben können, sind wir aber nicht. Sind dann wieder nach Hause gefahren. Und eine Woche später, beziehungsweise nur ein paar Tage später, ging es dann auf die nächste Studienfahrt, wo wir einfach nur Malerei hatten. Also wir haben halt gemalt und skizziert und so. Und dafür sind wir in so ein Dorf gefahren, das nennt sich Schwan. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie hat gar nichts gepasst. Also sagen wir mal, ich weiß nicht, irgendwie ist die Planung ganz furchtbar gewesen und wir sind halt unerwartet früher anscheinend gekommen für die, was war das, Jugendherberge? Nee, irgendwie sowas, so eine Art Hotel, was auch immer, zu früh gekommen. Da hatte sie gleich schon mal richtig schlechte Laune. Und ja, hat die dann gleich an uns ausgelassen und dann hieß es plötzlich, dass wir gar kein Frühstück und kein Abendbrot haben, wegen ganz komischen, banalen Gründen. Und das war einfach so ein Chaos und naja, jeder weiß, wenn man malt, hat man ja schon mal eine große Leinwand und viele Farben und dann heißt es halt ständig, ja, wir malen jetzt und ihr könnt euch jetzt irgendwo hinsetzen und dann zwei Stunden später, ja, jetzt müssen wir aber woanders hin, und das war einfach nicht wirklich ruhig. Dann hatte ich noch ganz, ganz furchtbare Allergieprobleme. Ganz furchtbar. Da hat auch wirklich gar nichts geholfen. Ob Nasenspray, ob Allergietablette, es hat nichts geholfen. Mittlerweile geht es komischerweise, aber da war wirklich ganz schlimm. Meine Nase hat die ganze Zeit gejuckt. Die ganze Zeit musste ich niesen und es hat gejuckt. Und vor allem, es hat gejuckt. Es war so schlimm. Mittlerweile geht es wieder. Aber ja. Naja. Dann gab es natürlich noch andere Probleme, die nebenbei ziemlich belastend waren. Sogar zwei Probleme, die ich euch jetzt aber gar nicht so näher erklären möchte. Aber auf jeden Fall, ihr würdet es wahrscheinlich verstehen. Aber naja, das eine Problem war wegen einer Person, die mich so ziemlich im Stich gelassen hat. Aber naja, da kann man sich ja schon mal denken. Na gut, das heißt, es war einfach nur so um die 3-4 Wochen totales Chaos, beziehungsweise ist es immer noch ein bisschen, weil meine Mutter muss momentan bei mir sein und ich habe nur eine Einraumwohnung und naja. Sagen wir mal so, momentan herrscht einfach nicht wirklich so ein Alltag bei mir. Also ich habe jetzt nicht so meinen gewohnten Alltag und es läuft alles ein bisschen drunter und drüber und ich habe auch wenig Zeit für Aufträge gerade, und dann ist es noch so verdammt heiß in der letzten Zeit, dass es abends einfach auch hier in meiner Wohnung total heiß ist, dass ich gestern auch gar nicht richtig zeichnen konnte. Also es lief in der letzten Zeit ziemlich viel schief, oder eigentlich hat sich die Situation nicht so richtig geändert, nur man gewöhnt sich an einige Dinge. Fakt ist einfach, ich hatte absolut keinen Nerv und keine wirkliche Zeit, mich um YouTube zu kümmern. Leider, wirklich leider. Und auch nicht um, ja, viel zu zeichnen. Ihr habt doch gesehen, manchmal poste ich halt jeden Tag was auf meine Seite. Und in der letzten Zeit kam sehr wenig. Gezeichnet habe ich zwar, aber sagen wir mal so, wenn ich wenig gezeichnet habe an einem Bild, dann lohnt es sich auch gar nicht zu zeigen, wenn ich nicht mal irgendwie das Gesicht zu Ende gemacht habe oder ob ich da jetzt zwei Strähnen hingemalt habe, das sieht man dann am Ende auch nicht und dann bringt es auch nichts. Was auch noch in der letzten Zeit total kacke ist,
dass die Reichweite auf Facebook ja mehr als furchtbar geworden ist. Ich meine, ich verstehe ja, es ist eine kostenlose Seite an sich und man kann da einfach kostenlos Werbung für sich selber machen, aber sagen wir mal, wenn man das doch vergleicht, vor einem Jahr war das einfach so genial. Ich weiß nicht, es ist, man hat gepostet und jeder hat es gesehen. Die Reichweite ist halt so gesunken, dass ja viele Leute einfach entliken, aber halt keine neuen dazukommen, weil keiner es sieht. Und ich habe ja nichts dagegen, wenn jemand das entliked und so, aber es sieht keiner, es kommen keine neuen dazu. Gerade kann man eigentlich nichts machen und ich habe auch keine Lust, irgendwelche blöden Sachen zu posten, von wegen jeden Tag, ihr sollt das liken, das teilen und das machen. Also ab und zu ist das sicherlich ganz gut, aber ich merke schon, das bringt auch nicht viel. Dann kommen halt heute mal 20 Leute dazu. Aber ich kann euch ja auch nicht jeden Tag damit nerven, dass ihr irgendwas teilen sollt. Das ist auch nicht der Sinn der Sache, finde ich. Ja, so habe ich das Gefühl, dass Facebook so langsam absolut den Bach runtergeht. Deshalb habe ich mir einen Twitter-Account gemacht. Der ist jetzt noch nicht aktiv und ich weiß nicht, ob der jetzt aktiv wird, weil ich nicht weiß, ob da jetzt viele Leute mir folgen werden. Ich werde es einfach mal ausprobieren. Den Link packe ich euch in die Beschreibung. Und dann habe ich mir noch ein Facebook-Profil erstellt, weil wenn ihr mal so überlegt, ihr seid mit jemandem befreundet und der postet was. Also ich weiß ja nicht, aber normalerweise sieht man das immer. Auf jeden Fall ist die Reichweite mehr als groß. Also wenn ein Freund von euch etwas postet, dann seht ihr das ja. Und genau deshalb, man kann ja ein Facebook-Profil haben und dann kann man einen abonnieren bzw. Freundschaftseinladung schicken. Das ist irgendwie begrenzt bis 5000 Leute und danach geht nur noch abonnieren. Aber ich habe mir jetzt ein Facebook-Profil erstellt, wo ihr dann quasi mich ja wirklich mit mir befreundet sein könnt bzw. mich abonnieren könnt und dann verpasst ihr halt nichts mehr und ich sag euch, ich werde euch nicht mit irgendwas zuspammen. So. Ansonsten bin ich natürlich auch noch auf anderen Seiten angemeldet, wie Instagram und Ask und YouTube. Aber ja, bei YouTube sind wir gerade. Bei YouTube ist es sogar ähnlich, dass in der letzten Zeit auch gar keine neuen Abonnenten mehr gekommen sind. Na gut, ich habe jetzt auch nicht die super tollen Videos gemacht, aber selbst dann geht es selbst dort nicht weiter. Natürlich weiß ich, dass es Fans gibt, die wirklich echt super toll sind und die würde ich auch nie umtauschen gegen irgendwie 100 andere inaktive Personen. Nur ist es manchmal sehr blöd, wenn man... Also ich bin ja nicht ein großer YouTuber und ich dachte halt früher, dass wenn meine Abonnentenzahlen wachsen, ich ein bisschen mehr YouTube-Einnahmen bekomme und dann viel mehr machen kann. Also sprich, ein anderes Mikrofon kaufen oder mal zum Videodate fahren, weil das ist jetzt von hier ein bisschen weit weg und kostet viel und ich weiß nicht, ob ich da jemals mal hinfahren kann. Und dafür hätte ich das halt genutzt und ja, also das wäre echt cool gewesen, weil ich es einfach total toll finde, mit euch besser in Kontakt zu treten, wie jetzt diese Community-Aktion. Da habe ich eine Flatrate und da sage ich euch, kaum habe ich ein neues Handy gekriegt und hatte dann eine Flatrate, habe ich euch gleich ja angerufen. Und das werde ich sicherlich bald auch nochmal machen. Was es noch Neues gab bei mir, was mal positiv ist, dass ich ja angefangen habe zu reiten. Ja, zu reiten. Ja, ihr denkt jetzt bestimmt, ja, sie hat ja auch angefangen, Violine zu spielen. Und ja, ich habe angefangen, Violine zu spielen und habe damit leider aufgehört. Und das Ganze natürlich, weil ich nicht so viel Zeit hatte, beziehungsweise ich hatte keinen Lehrer. Also, ich hatte tatsächlich keinen Lehrer. Ich hätte vielleicht nicht mal einen Platz in der Musikschule gefunden. Und natürlich ohne Lehrer wirklich in ein Instrument einzusteigen, ist wirklich sehr schwer. Ich habe mich auch wirklich sehr schwer getan, weil man manchmal einfach so Grundkenntnisse lernen muss und das hat nicht so richtig funktioniert. Ja, ich habe definitiv vor, mehr Videos zu drehen.
egal was ist, also ich bin jetzt erstmal zu Hause und werde immer jetzt irgendwie mal ein paar Minuten finden, um unbedingt ein Video zu drehen. Das wird jetzt vielleicht nicht so krass geschnitten sein, aber zu krass ist auch irgendwie blöd. Naja, also bitte verzeiht mir, es war wirklich, oder es ist wirklich ziemlich viel Blödes passiert. Wirklich, wirklich. Aber ich denke mal, dass es sich bestimmt wieder alles aufklärt und alles wieder gut wird. Und ja. Gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, weil ich möchte, am liebsten würde ich euch ja wirklich alles erzählen, aber ihr wisst ja, Öffentlichkeit und so, das ist ja immer so ein bisschen blöd, da macht man sich noch angreifbar. Und naja, ihr seid ja eigentlich sowieso lieb zu mir, also ich weiß nicht mal, wann ich meinen letzten Hater-Kommentar hatte. Also das ist wirklich total faszinierend von euch. Ihr seid so toll einfach. Nur, ja. Also, okay. Gut, ihr Lieben. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder und dann gibt es auch wieder ein paar schöne Sachen von mir. Okay, bis zum nächsten Mal.